So, liebe Leute, wir werden uns jetzt gleich eine Golfkart leihen. Wir haben beim Club angefragt, der hat uns das genehmigt und wir werden mit dem Golfkart hier einmal durch die Gegend fahren, einmal das gesamte Gelände durchstreuen, um euch einmal zu zeigen, wie wir denn hier hausen, wie wir hier wohnen. Unter anderem wohnt natürlich auch die Mannschaft, so wie wir hier, und wir werden euch natürlich dann auch noch einmal die Apartments an sich zeigen oder zumindest unser Apartment, stellvertretend für die anderen, die alle relativ baugleich sind hier. Ja, seid gespannt, kommt mit auf die Reise, wir fahren los. Schöne Wunderschöner Aussicht. Ausblick. Ja. Ja. Weiter geht's. Biegen wir ab ins Las Lomas Village. Und zwar die Örtlichkeit, in der wir untergebracht sind. Die Mannschaft ebenso. Die Mannschaft ist dort oben in den gelben Häusern hier gleich am Anfang, damit sie es nicht so weit haben. Hier ist die Rezeption mit dem Zeichen für Luigi, wo Luigi ist, und dazu kommen wir gleich noch, das ist ganz wichtig. Luigi ist ein ganz wichtiger Faktor hier. Hier ist die Rezeption. Weiter geht's. Und wir fahren einmal weiter Richtung Unterkünfte auf der linken Seite. Dahinter ist dann der Wellnessbereich, der Pool, der Außenpool bzw. auch das Haus, wo die Leute Wellness machen können. Wo man essen kann. Daneben natürlich dann auch schon gleich die HSV-Fans. Einer ist da oben. Die HSV-Fanclub, die Eichen, haben sich dort einquartiert und sind auch nachher am Trainingsplatz mit Sicherheit dabei. Bei unserem Apartment sind. Zumindest bei der Terrasse. Zumindest bei der Terrasse, ja. Genau. Weiter geht's. Es ist sehr bergig, sehr hügelig, wollte ich gerade sagen. Es geht hier sehr viel bergauf und bergab. Hier der Tennisplatz. Fußballplatz, Basketball, genau. Dazu dann eine kleine Tischtennis. Aktuell wohnen hier nicht allzu viele Leute, insofern ist das alles zumeist unbenutzt. Ja, weiter geht's zu dem vielleicht
zweitwichtigsten Ort für uns nach dem Trainingsplatz am König. Und Luigi, das Restaurant, in dem wir unser Frühstück zu uns nehmen dürfen, können und das auch meistens tun, und zwar an diesem Tisch hier vorne. Blick von hier oben. Blick auf das schöne Tal werfen. Ganz da hinten ist das Meer, das sieht man natürlich jetzt hier leider nicht. Ist auch ein wenig diesig. Da unten geht es noch weiter und dieses ganze Gelände gehört zum Club am Ende. Ja, es ist riesengroß. Es ist riesengroß. Hat auch dafür gesorgt, dass verschiedene Mannschaften hier sind. Aktuell neben dem HSV der FC St. Gallen auch hier untergebracht. Und jetzt werden wir noch einmal zu unserem Apartment fahren und euch unser Apartment zeigen. Stellvertretend für viele andere. Oh, schwere Termine werden hier abgehalten. Der Pressesprecher Till Müller und mein geschätzter Kollege Maximilian Bessig. Ne? Valeria hatten wir schon. Valeria ist ja schon viel fleißiger als ihr gewesen. Die war ja schon länger unterwegs. Ne? Also, bis nachher. So, los geht's. Und zwar, hier ist die Tür, da ist der Flur, ein wunderschöner Flur, der immer sehr kühl ist, ehrlich gesagt, ne? Steinig und kühl. Fangen an mit unserer Abstellkammer, ja, die ist ein Hammer, und zwar mit Bügelbrett und Bügeleisen. Und ich würde mal fast behaupten, wir werden es kaum benutzen, es sei denn, Kevin kann sich dazu durchringen, hier nochmal so richtig durchzuarbeiten, aber warten wir es ab. Ich glaube es eher nicht. Ja, Toilette, Gäste-WC sozusagen. Auch mit Licht. Ja, sehr schön, sehr gepflegt, sauber, ordentlich, alles gut. Weiter geht's. In die Küche, fangen wir hier an. Einer der wichtigsten Orte, natürlich zentral gelegen für uns, direkt am Wohnzimmer dran. Hier können wir uns selbst versorgen in den Zeiten, wo es kein Essen gibt. Wir haben Frühstück mit drin, der Rest, dafür müssen wir selber sorgen. Ja, so ein bisschen Junggesellen-Style hier, was hier läuft, ohne Frau im Haushalt, ist das halt einfach. Sind Kevin und ich beide ein wenig aufgeschmissen. Man kann ja mal den Kühlschrank zeigen. Fangen wir mal bei der Tiefkühle an. Oh, da ist sogar was drin. Ja, das typische gesunde Essen, was man so als Sportler zu sich nimmt. Im Kühlschrank selbst, okay. Ja, vertretbar vielleicht noch. Ne? Es sind ja nur ein paar Tage, insofern haben wir hier nicht allzu viel zu machen. Ansonsten eine sehr funktionale Küche mit allem, was wir brauchen, um uns selbst zu versorgen. Kleiderständer, alles, was du zu Hause auch so hast, um Ordnung zu halten. Ja, gut, Ordnung halten ist dann immer so ein Thema. Das ist dann hier schon wieder etwas schwieriger, unser Arbeitsbereich sozusagen. Da sind wir dann doch relativ eng auf eng und lassen liegen, was liegen lassen werden kann. Au, apropos, das darf man gar nicht zeigen, aber meine Klamotten, die wollte ich eigentlich schon runtergebracht haben, habe ich noch nicht, werde ich nachholen. Ja, und dann der Bereich, wo wir unter anderem mit Tom Mickel auch das Tagebuch gedreht haben, das Apartment. Hier ist dann der Wohnbereich. Vorne im Spiegel seht ihr es vielleicht auch noch, aber hier vorne sind unsere Utensilien aufgebaut, die dann abends immer angeschaltet werden. Und Tom Mickel und ich platzieren uns dort auf der Couch. Ich hoffe,
dass das heute Abend auch passieren kann, ohne zu viele Liegestütze gemacht zu haben. Ne, warten wir es ab. Es wird spannend bleiben. Ja, wie gesagt, da nochmal der Arbeitsbereich und dann vielleicht noch ein kurzer Blick auf die Terrasse. Es ist relativ frisch heute, muss man sagen. Also die Sonne scheint zwar, aber das langt nicht, um so wie ich jetzt gekleidet bin, länger draußen zu bleiben. Aber im Sommer kann ich mir das hier traumhaft schön vorstellen. Schöner Kamin oder zumindest eine Möglichkeit hier zu grillen, die Kevin gerade hinter sich hat. Ja, Platz für 6 Leute hier am Tisch. Dazu natürlich noch 2 Liegen, die bisher natürlich noch komplett ungenutzt geblieben sind, weil wir natürlich überhaupt gar keine Zeit haben, uns überhaupt auch nur eine Sekunde zu entspannen. Im Gegenteil. Wir versuchen 24 Stunden natürlich für euch aktiv zu sein. Abgesehen von den 2-3 Stunden, die wir schlafen. Ja, so, dann wollen wir, nein, Kevin möchte nicht, aber wir wollen. Wir gehen runter in den Keller und zwar, warte mal, wir machen mal Licht an, weil, oh ja, gleich viel heller. Also hier geht's runter und es wird auch kühler hier. Das ist wirklich schwer vorstellbar für euch vielleicht, aber es ist echt relativ frisch. Oh, Kevin, aha, er hat's geahnt. Kevin, du hast, ach du Streber, ja, richtig aufgeräumt hier. Hat er nochmal die Sachen zusammengelegt. Also ich kann euch sagen, so sieht es hier nicht immer aus. Ne? Aber Kevin, fleißig gemacht. Schönes Badezimmer hast du. Oh, Kevin, sag mal, wieso hast du das größere Badezimmer als ich? Wow. Sehr schön. Ja, das kann man nicht anders sagen. Also das ist schon mal sehr ordentlich hier. Ne? Ich will mich nicht über meins beschweren. Im Gegenteil, mein Badezimmer ist auch ein Traum. So, jetzt muss ich wieder hinter dir längs. Weiter geht's. Und zwar, ja, dann gehen wir wieder nach oben, würde ich sagen, Kevin, ne? Oder? Mach nochmal einen kleinen Schlenker rechts. Okay, einmal noch, oha, ja, ich habe meine, guck mal hier, ich habe nicht aufgeräumt, leider, aber hier habe ich versucht, Liegestütz zu machen auf dem Boden, hab mir, der Boden war sehr, sehr kalt heute Morgen, deswegen habe ich mir ein Handtuch hingelegt, aber ich bin nicht allzu weit gekommen bei den Liegestützen, das kann ich schon mal verraten, ja. Mein Badezimmer, natürlich viel kleiner als das von Kevin, gemein, aber es ist so. Aber es reicht mir absolut. Es ist wirklich, das kann man nicht anders sagen, es ist sehr schön hier. Man kann hier wunderbar wohnen, hat genug Raum für 2 und ja. Soweit zum Häuslichen. Ne? Wir kommen wieder nach oben und ich würde sagen, wenn wir oben angekommen sind, dann ist das auch beendet hier, diese Tour. Und Kevin und ich machen uns wieder an die Arbeit und hoffen, dass ihr vielleicht so einen kleinen Einblick hattet über das, was wir hier so haben, wie wir hier leben, wie wir hier wohnen. Und ja, für den, den es interessiert, ist das vielleicht ganz interessant gewesen. Euch allen auf jeden Fall erstmal einen schönen Resttag, was auch immer ihr macht. Macht es gut. Bis dann. Derzeit nicht bewohnt sind, die dann aber in der Saison natürlich wieder vermietet sind und oder halt auch von den Eigentümern bewohnt werden.